Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Arineada, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop und ich möchte mich bedanken für deine Treue, ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Dieses Bild zeigt bildhaft dein Geburtshoroskop nach indischen Astrologie. Das bleibt stehen. In ein Geburtshoroskop ändert sich nicht. Das ist wie eine Momentaufnahme in dein Geburtsmoment. Was sich verändert, das bist du. Und was sich verändert, das ist die Bewegung Sonne, Mond und die Planeten. Wobei die Bewegung gar nicht die Sonne macht, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und löst etwas aus im Horoskop. Immer in diesem Lebensbereich, wo sich gerade sich bewegen. Im Teil 2 habe ich euren beiden Horoskopen verglichen, deins und dein Herzensmann. Ihr habt fast identischen Bereich, im Lebensbereich fast identisch ist die Tierkreiszeichen, die dort wirken. Und das bedeutet, wenn ich jetzt erkläre, was ist für dich zum Erwarten Jahr 2019, diese Information kannst du sogar auf sein Horoskop umsetzen. Bei ihm wirkt im selben Lebensbereich ein Planet oder Sonne und Mond als in dein Horoskop. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Lebensumstände, auch Überraschungen. Uranus befindet sich Jahr 2019 nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Widder und bleibt ganzes Jahr im Widder. Die Veränderungen, was bei dir kommen, das ist die Wohnsituation oder Immobilien und die fünfte Lebensbereich, Kinder, Enkelkinder, das innere Kind, dein Kindheit, bedeutet aber auch die schöpferische Kraft, etwas schöpferisch gestalten, kreativ zu sein und aktiviert diesen Bereich. Hier sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und das bedeutet die Basis, die Fundament. Hier fühlen wir verankert, verwurzelt und hier kommen die Umbrüche und Veränderungen und natürlich auch die Bedürfnis nach dieser Sicherheit und Stabilität. Es gibt zwei Mondknoten, Rahu und Ketu. Ketu zeigt alten karmischen Themen. Rahu und Ketu bewegen sie sich auch, aktivieren auch karmischen Themen. Ketu ist die Drachenschwanz und zeigt die Vergangenheit. Und diese karmischen Themen, diese Erinnerungen, hier in diesem Bereich wirkt, Tierkreiszeichen, Steinbock aktiviert deine Persönlichkeit, dein persönliches Umfeld und Themen wie Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Ketu bleibt bis März 2019 in diesem Lebensbereich. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten, sind auch karmische Themen, aber das ist die Suche nach etwas. Die Suche des Platz, das Leben, die Suche nach Aufgabe, das ist mehr die Zukunft. Und Rahu befindet sich bis März im Tierkreiszeichen Krebs und hier hast du Themen Transformation. Merkur und Venus, sie bewegen sich ziemlich schnell und ändert sich die Position. Sie wirken nicht jetzt schicksalhafte
natürlich haben auch einen Einfluss auf unserem Leben. Bei Venus-Energie verschönern wir etwas oder haben wir Chancen in die Liebe-Partnerschaft oder wir achten auf die Körperpflege. Bei Merkur-Energie sind es Terminen, Verträgen, Gesprächen, Nachrichten und Handlungen. Die beiden bewegen sie sich relativ schnell. Natürlich wirken auch, aber mehr um den Alltag. All das, was wir im Alltag erleben. Venus befindet sich Januar 2019 in Tierkreiszeichen Waage. Und das bedeutet Freundschaften. Entweder eine Freundschaft mit einer weiblichen Person, bedeutet auch Kreativität und Treffen mit gleichgesinnten Menschen. Oder das ist alles schön und harmonisch im Bekanntenkreis und Freundeskreis. Bedeutet aber auch mit Liebe begegnen in diesen Kreisen. Menschen, die gleichgesinnt sind oder eine Gruppe von Menschen. Dieser Bereich bedeutet auch Hoffnung und das ist natürlich hier, betrifft die Liebe-Partnerschaft. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit oder öffnet unseren Augen um die Ungerechtigkeiten, zeigt auch unsere Größe, gibt uns Chancen, Möglichkeiten, bringt auch Glück in unserem Leben. Und diese Jupiter-Energie ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Und hier geht um die Geheimnisse. Die Geheimnisse des Lebens, in die Tiefe zu schauen, diese Weisheit zu haben oder die Augen zum Öffnen um die karmischen Themen, bedeutet aber auch etwas vergrößern, Glück zu haben. Hier liegen auch die geheimen Feinde und das würde bedeuten, da hast du Sieg über deinen Feinden. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und wirkt auf beiden Lebensbereichen, auf deine Persönlichkeit, du als Schütze Aszendent, und wirkt noch in diesem karmischen Bereich, diese Geheimnisse, und kommt etwas ins Licht. Du bekommst deine Rechte, kommt die Wahrheit ins Licht und du erkennst etwas klar und deutlich. Merkur befindet sich auch im Schütze. Da kannst du mit einer Nachricht rechnen oder klärenden Gespräche sind für dich wichtig. Natürlich hier im Geheimen bedeutet auch, jemand erzählt die Geheimnisse oder du schaust hinter den Kulissen, erfährst irgendwelche Geheimnisse. Kann auch bedeuten, du sollst schweigen, weil wenn du das jemand anvertraust, kann passieren, dass das weiter erzählt wird, kommt ins Licht. Saturn und Pluto befinden sich auch im Schütze. Die haben einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, Pluto und Saturn, wenn das jetzt in die Schütze ist. Das heißt, Saturn wirkt auf deine Persönlichkeit, hat aber diese geheimen Themen auch. Spricht es auch an, weil es Schütze wirkt in beiden Lebensbereichen. Und hier hast du die karmischen Lernaufgabe, zu deinem Selbst zu stehen. Und Pluto zeigt die Wandlung dieser inneren Kraft, aber zeigt auch die Sexualenergie. Nicht verstecken, sondern das lebendig machen, diese Leidenschaft auch leben. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann.
Bei Neptun-Energie handelt es sich um unsere Träume, auch diese künstlerische Begabung, damit kannst du Geld machen und auch in deiner vertrauten Umgebung diese Kreativität leben. Aber Neptun bedeutet, ist Momente, wo das alles so undurchschaubar ist, unklar ist. Das kann natürlich ein Einfluss sein auf deine Kontakte mit Verwandten und Geld. Also ein bisschen aufpassen muss bei Neptun-Energie schon. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, die Kraft einsetzen in Wohnsituation und auch die Kontakte, die Verträge, da kommt etwas in Bewegung. Und das ist die Mars-Energie. Das kann natürlich auch bedeuten, dass eine männliche Person mit dir kontaktiert, dich besucht, ist auch möglich. 7. Januar wird Uranus direktläufig, ändert sich hier die Richtung. Februar 2019, Uranus bleibt, Rahu Ketu bleibt auch, Jupiter bleibt auch und Venus übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn, Pluto bleibt im Schütze und Venus ist auch im Schütze. Also für dich ist es wichtig, deine Weiblichkeit zum Leben. Das ist die Venus-Energie, du verschönerst etwas, vielleicht andere Frisur oder andere Mode. Also hat Venus auf dein Aussehen, auf dein Auftreten etwas zu tun. Jupiter bleibt in Skorpion. Sonne und Merkur befinden sich Februar in Tierkreiszeichen Steinbock und hat mit Finanzen etwas zu tun. Die Sonne ist die Energie wird in diese Richtung lenken, dein Selbstwertgefühl zu deinem Selbst zu stehen, das zu vertreten, diese Kraft zu zeigen, mit Merkur-Energie das zu vermitteln auch. Aber handelt sich auch um Finanzen, auch um Verträge, Geschäfte zu machen. Also da aktiviert Sonne und Merkur den zweiten Lebensbereich. Neptun bleibt in Wassermann und Mars bleibt in Tierkreiszeichen Fischen. März. Uranus bleibt in Tierkreiszeichen Widder und Mars verlässt die Tierkreiszeichen Fischen und übergeht zum Widder. Das kann bedeuten ein Neuanfang. Widder zeigt auch ein Neuanfang. Und dass du diese Kraft hast und mit dieser Uranus-Energie auch etwas Neues zum Starten, diese Veränderungen und Umbrüche, bedeutet aber auch, es ist auch möglich, dass eine männliche Person auf dich wieder zukommt und hier habt ihr den Neuanfang oder eine Versöhnung oder eine neue Begegnung ist auch möglich. Die beiden Mondknoten bleiben, Jupiter bleibt auch, Saturn, Pluto bleibt. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und das bedeutet, du gibst Geld aus für etwas Schönes und es sollst für dich etwas Schönes kaufen. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann, also Venus ist im Steinbock, wirkt auf dem zweiten Lebensbereich. Sonne ist im Wassermann. Und gibt Energie im Lebensbereich, die dritte Lebensbereich, wo das um Internet geht, um Schulungen geht, um Verbindungen oder Verbindung zu deinen Verwandten, Nachbarn, Bekannten. Und Merkur
ist in Tierkreiszeichen Fischen. Es ist eine Nachricht, ein wichtiges Gespräch oder ein wichtiger Vertrag ist zum Erwarten. Und das betrifft die Wohnsituation. Ab 6. März, genau, 6. März wird Neptun, 6. März, sorry, 6. März wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder es bremst etwas, es geht nichts voran, kann auch bedeuten, du wartest auf eine Nachricht und das kommt nicht, oder ein Termin, ein Vertrag verzögert sich auch, aber eine rückläufige Merkur bedeutet auch, jemand meldet sich von Vergangenheit. April, Uranus bleibt in Tierkreiszeichen wieder und Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier und aktiviert die 6. Lebensbereich und das ist die Arbeit. Also du setzt dich ein. Kann auch bedeuten, dass du mit einer männlichen Person zusammenarbeitest. Die beiden Mondknoten ändert sich die Position. Ketu, die absteigende Mondknoten, was die alten Karma aktiviert, alten karmischen Erinnerungen, Ketu befindet sich im Schütze. Bleibt auch ganzes Jahr im Schütze und das wirkt auf deine Persönlichkeit, wird auch karmischen Themen aktiviert. Und Rahu, die neue Richtung, ein Neuland, Neuigkeiten, das aktiviert und das ist auch karmisch bedingt in Tierkreiszeichen Zwillinge und das öffnet sich den Tor zum Liebe-Partnerschaft. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und das sind deine Chancen, deine Möglichkeiten, auch deine Größe zu zeigen, deine Größe nach außen oder etwas vergrößern und du bist auch wahrgenommen und damit hast du auch Glück. Merkur und Venus befindet sich in Wassermann und Sonne in Tierkreiszeichen Fischen. Sonne in Tierkreiszeichen Fischen und das bedeutet die Wohnsituation oder Immobilien, da kommt die Lebensenergie, das ist dann ein wichtiges Monatsthema für dich. Merkur ist rückläufig und ist in Tierkreiszeichen Wassermann. Genau, jetzt Tierkreiszeichen Wassermann, hier Tierkreiszeichen Wassermann, das ist die rückläufige Merkur, kehrt zurück zum Wassermann und Venus befindet sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur und Venus haben einen Einfluss auf die Kontakte durch Internet, durch deinen Nachbarn, Bekannten, Verwandten, aber hat einen Einfluss auch auf deine Finanzen. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. Die Rückläufigkeit ist oft karmischen Themen oder kommt etwas zurück von Vergangenheit. Diese Rückläufigkeit bedeutet manchmal, es wird gebremst, geht nichts voran. Beides kann bedeuten. Mai, Uranus ist im Widder und die Sonne übergeht auch in Tierkreiszeichen Widder. Das zeigt die Monatsthemen.
Das ist immer noch ein Einfluss auf den vierten Lebensbereich, häuslichen Bereich oder Immobilien, aber auch Kinder und diese kreative Energie, etwas schöpferisch gestalten, bedeutet auch Lebensfreude, diese Lebensfreude zum Leben. Mars ist in Tierkreiszeichen Stier, also bleibt hier in Tierkreiszeichen Stier. Jupiter ist rückläufig im Skorpion, Saturn und Pluto ist rückläufig im Schütze, Neptun bleibt im Wassermann und Merkur und Venus befinden sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das sind Gespräche, Kontakte, aber auch Liebe. Natürlich bei Venus-Energie kann auch bedeuten Kontakt mit einer Frau über Internet, auch Gespräche über die Wohnsituation oder ein Nachricht oder ein Besuch. Dieser Lebensbereich wird aktiviert, also die dritte und vierte Lebensbereich. Juni, Uranus und Venus ist im Widder. Uranus und Venus ist im Widder. Du verschönerst etwas zu Hause, du kannst die Liebe genießen, das sind die Themen. Mars ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und hier handelt es sich um Liebepartnerschaft. Und dieser Mann erscheint hier genau in diesem Lebensbereich. Die Monatsthema ist die Arbeit und hier hast du die Verträge, Termine, Gespräche. Stier, also aktiviert die Bereich, Lebensbereich, Arbeit. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Juni passiert etwas Besonderes. Juni steht eine rückläufige Saturn, ein rückläufiger Pluto und Ketu, die alten karmischen Knoten, in Verbindung. Sie wirken gemeinsam. Hier aktiviert sehr stark karmischen Themen in Tierkreiszeichen Schütze. Und das trifft dich persönlich. Du hast Sonne im Schütze, Aszendent auch im Schütze. Und hier wird die karmischen Themen aktiviert. Juli, Uranus bleibt in Tierkreiszeichen Widder. Sonne und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Thema ist die Liebe, Partnerschaft. Hier öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Sind auch karmische Themen. Und das wird die wichtigste Monatsthema sein. Im Juli 2019. Mars und Merkur befinden sich in Tierkreiszeichen Krebs. Mars und Merkur im Krebs. Und hier ist eine Wandlung. Auch karmischen Themen in diesem Lebensbereich ist die Transformation. Natürlich, dieser Lebensbereich hat auch mit Ämtern etwas zu tun, wie Finanzamt oder Banken, Versicherungen, Investitionen. Und hier die Mars-Energie, Verbindung mit einer männlichen Person oder dass du setzt deine Kraft ein in dieser Richtung
und bei Merkur die Verträge, diese ganzen Bürosachen, diese schriftlichen Sachen natürlich kann auch bedeuten. Jupiter ist rückläufig in Tierkreiszeichen Skorpion, das heißt Jupiter verlässt Schütze, kehrt wieder zurück zum Skorpion, Saturn und Pluto bleibt, Neptun bleibt im Wassermann auch. 8. Juli wird Merkur rückläufig. August. Uranus bleibt. Merkur ist in Tierkreiszeichen Zwillinge und Sonne, Mars, Venus im Krebs. Merkur ist im Zwillingen, diese Rückläufigkeit natürlich kehrt wieder zurück in Zwillingen. Das heißt, jemand kehrt zurück in dein Leben und du bekommst eine Nachricht und hier im Liebepartnerschaft. Mars, Venus, natürlich ist das die Liebesenergie hier im Bereich 8. Lebensbereich, das ist die Monatsthema, wie die Sonne auch zeigt. Das ist die Transformation, die Wandlung und auch die Leidenschaft. Jupiter ist rückläufig im Skorpion, Saturn, Pluto rückläufig im Schütze und Neptun ist rückläufig im Wassermann. 12. August wird Jupiter direktläufig. 12. August wird Uranus rückläufig. September, Uranus ist rückläufig im Widder, Rahu Ketu bleibt und in Tierkreiszeichen Löwen ist Sonne, Mars, Venus und Merkur. Sonne, Mars, Venus, Merkur ist im Löwe. Und das ist ein wichtiges Monatsthema hier im Löwe. Auch die Liebe spielt hier eine Rolle, Mars, Venus, natürlich die Liebe. Und bei Merkur ist Handlungen, Gespräche, Nachrichten, Fremdsprache ist sogar auch möglich. Hier in Richtung 9. Lebensbereich hat mit Ausland und mit Reisen etwas zu tun. Jupiter ist direktläufig in Skorpion, Saturn und Pluto ist in Tierkreiszeichen Schütze, beide ist rückläufig, Neptun ist rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung, in dein Schicksal geht alles in andere Richtung und endlich kommt alles in Bewegung. Oktober. Uranus ist rückläufig im Widder, Rahu Ketu bleibt Zwilling und Schütze. Sonne, Mars, Venus ist in Tierkreiszeichen Jungfrau. Sonne, Mars, Venus in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das bedeutet, du bekommst als Frau Ansehen, in deiner Seite ist ein Mars, also ein Mann. Bedeutet auch, dass die Energie ist nicht nur auf dem Ansehen, sondern auch die Berufung. Hier ist Anerkennung, das ist das Krone des Baumes. Merkur ist in Tierkreiszeichen Waage. Das sind Gespräche in Freundeskreis, Bekanntenkreis, oder das sind die sozialen Kontakte, kommt in Bewegung. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto bleibt auch, Neptun bleibt auch. November, Uranus bleibt im Widder, ist rückläufig, Rahu, Ketu bleibt auch. Mars ist im Jungfrau, also Mars bleibt im Jungfrau, hier oben. Das heißt, du setzt deine Kraft in Bewegung und hast Anerkennung, du behauptest dich, aber kann auch eine männliche Person sein, der dich bewundert.
Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und zeigt die Monatsthemen. Und das ist die Kontakte mit gleichgesinnten Menschen, Freunde und auch die Hoffnungen. Merkur ist rückläufig und befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Wirkt im Bereich Freundschaften, aber auch Geheimnisse. Das kann natürlich bedeuten, dass du das Gefühl hast, jemand erzählt dir nicht alles, es ist alles so im Geheimen, oder das Gefühl, du möchtest die Wahrheit wissen, also dieses Bedürfnis. Natürlich ist das auch möglich, dass jemand ihren Geheimnisse anvertraut, aber du sollst in diesem Zeit auch schweigen, weil die Gefahr besteht, dass wenn du jemand etwas anvertraust, es wird weiter erzählt. Venus befindet sich auch in Skorpion. Also hier im Gesprächen, alles im Geheimen, und die Themen sind Liebe, Partnerschaft oder eine Frau erzählt etwas. Also das ist alles sehr, sehr geheimnisvoll. Saturn und Pluto ist im Schütze, beide ist direktläufig, Neptun im Wassermann noch rückläufig. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig, ab 21. November ist Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun auch direktläufig. Dezember, Uranus ist rückläufig noch und bleibt im Widder. Rahu Ketu bleibt auch. Mars und Merkur ist im Waage. Mars und Merkur im Waage. Das sind Gespräche im Freundeskreis, Begegnungen mit einer männlichen Person in einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen. Sonne ist im Tierkreiszeichen Skorpion, zeigt die Monatsthemen, und das sind die Geheimnisse, karmischen Themen oder ein Rückzug, weil du brauchst die Kraft und du fühlst dich müde, erschöpft und bist eher auf dem Rückzug, immer eher im Hintergrund zum Bleiben. Natürlich kann das auch bedeuten. Und Venus ist auch hier im Tierkreiszeichen Skorpion. Dezember, Uranus ist im Widder, genau, Mars und Merkur ist im Waage, genau, Sonne ist im Skorpion und Venus ist im Schütze. Venus ist im Schütze und das zeigt deine weibliche Energie und wieder die Bedürfnis, etwas verändern in dein Aussehen, vielleicht anderen Haarschnitt oder anderen Kleider. Also hier achtest du auf deine Weiblichkeit und das bringst auch im Ausdruck und das ist auch wichtig dann im Dezember. Und Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann. Liebe Arinea da, das war dieser Jahreshoroskop für Jahr 2019. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.